Was tun bei viralen Infekten? Dazu gebe ich euch heute mal ein paar Tipps. Und wenn es gut läuft, könnt ihr mit diesen Tipps eine Virusinfektion oder auch einen fieberhaften Infekt deutlich verkürzen. Bitte, ihr müsst trotzdem immer zum Arzt gehen oder zum Heilpraktiker oder wenigstens den Apotheker fragen. Da natürlich auch bei einer Virusinfektion immer eine Superinfektion passieren kann. Das heißt, es legen sich Bakterien obendrauf, zum Beispiel Streptokokken oder Staphylokokken. Und dann kann auch ein Antibiotikum vonnöten sein, dass es zum Beispiel keine Lungenentzündung gibt. Da muss man immer ein bisschen aufpassen, bitte. Oder eine eitrige Mandelentzündung, das kann dann, wenn es ganz dumm läuft, eine Meningitis geben und so weiter. Also mit sowas ist auch nicht zu spaßen, deswegen immer bitte zum Arzt gehen. Allerdings, dies, was ich euch heute sage, ist mehr oder weniger nebenwirkungsfrei und hat keine Wechselwirkungen mit weiteren Medikamenten, sodass ein Behandlungsversuch immer gerechtfertigt erscheint. In der Medizin, so drückt man sich formal juristisch aus. Das muss ich natürlich auch hier dazu sagen. Ja? So, also wenn ihr jetzt das Gefühl habt, ich kriege Halskratzen oder Schnupfen oder der Husten kommt, ich habe mich erkältet, übrigens auch bei einer Blasenentzündung, ne? Oh, es brennt wieder, es war ich in der Kälte, habe mich erkältet, dann könnt ihr Folgendes ausprobieren. Übrigens bei der Blasenentzündung gibt es noch weitere gute Maßnahmen, da habe ich auch schon Videos hier auf diesem Kanal gemacht. Ich rede jetzt von einer ganz normalen Erkältung, ne? Einem Virusinfekt. Blasenentzündungen sind häufig auch Bakterien. Kann dies aber auch helfen, was ich euch jetzt sage. Einfach mal 3 bis 5 Mal täglich, 3 bis 4 zum Beispiel Kapseln, es gibt auch Beutel in der Apotheke zu kaufen, Magnesium. Ungefähr in so einem Beutel sind 150 bis 300 Milligramm drin. Also mit 300 Milligramm würde ich das vielleicht 3 Mal am Tag nehmen, 3, 6, 9, 100 Milligramm. Das ist völlig normale Dosierung, gar kein Problem. Wenn es nur 150 Milligramm sind, würde ich es vielleicht 5 Mal am Tag nehmen oder eben die 150 Milligramm, da würde ich dann 2 Kapseln davon nehmen. Und das Ganze, wenn möglich, in heißer Zitrone. Ihr könnt einfach auch in die heiße Zitrone hinein das Magnesium geben. Ihr könnt auch die Kapseln aufmachen. Und wer sagt, ich vertrage kein Magnesium, da kriege ich Durchfall oder vertrage den Darm nicht, dann bitte einfach ein Magnesium als 7-Salz nehmen. Es gibt 7-Salz-Magnesium. Ich habe das unten verlinkt, die Firmen, wo ihr das kaufen könnt. Ja? Also, das habe ich unten verlinkt, Magnesium-7-Salz, 7-Salz-Magnesium-Verbindungen. Ganz tolle Sache, habe ich noch nie Darmprobleme gesehen bei meinen Patienten, denn ich habe viele Patienten, die zum Beispiel ein Magnesium-Citrat nicht vertragen. Man kann auch ein Magnesium-Carbonat oder Ähnliches nehmen. Ne? Man muss einfach mal ausprobieren. Also am besten in heißer Zitrone trinken, schmeckt gut, tut gut. Das nächste, ganz wichtig, ist Zink. 4 bis 5 Mal am Tag 30 bis 50 Milligramm Zink. Das ist, bitte Vorsicht, das ist sehr viel. Also 5 mal 50, das wäre die Höchstdosierung quasi, das wären 250 Milligramm. Da muss man ein bisschen aufpassen. Zink reizt den Magen und den Darm. Da kann es einem wirklich hundsübel werden, richtig schlecht, sodass es einem auch schwindelig wird und man sich überhaupt nicht mehr wohlfühlt. Also bitte mit der Zinkeinnahme immer genügend trinken, reichlich Flüssigkeit und zum oder nach dem Essen. Dann passiert das nämlich einfach mal nicht. Dann vermengt sich das mit dem Speisebrei und reizt nicht. Also da müsst ihr ein bisschen aufpassen bitte. Vielleicht mit 4 mal 30 Milligramm beginnen, das ist völlig in Ordnung. Also morgens, mittags, nachmittags und abends, immer wie gesagt zum oder nach dem Essen. Und wer es gut verträgt, kann es auch ein bisschen steigern. Und ich erinnere mich, als ich damals studiert habe, vor 30 Jahren Medizin an der Universität, habe damals an meiner Universität eine wissenschaftlich arbeitende Ärztin gezeigt, das war 30 Jahre her, dass man mit Zink einen normalen Schnupfen, also Schnupfenvirusinfektion, deutlich verkürzen kann. Also diese Sache hier ist eine alte Sache mit dem Zink. Dann
4 bis 5 Mal täglich Vitamin C mit 500 bis 1000 Milligramm. Also es kann auch ruhig 5 mal 1000 werden, dann 5000 Milligramm. Gar kein Problem. Aber auch wieder Vorsicht, Vitamin C ist eine Säure und kann auch den Magen reizen. Ich empfehle das auch meinen Patienten dann mit viel Flüssigkeit einzunehmen. Oder es gibt ja auch verestertes Vitamin C oder aber auch abgepuffertes Vitamin C. Das könnt ihr übrigens auch selber abpuffern, indem ihr einfach etwas Natron dazu nehmt. 0,5 Gramm Natron zum Beispiel zum Vitamin C dazu. Dann puffert es ab im Magen und das Vitamin C wirkt dann trotzdem. Man kann es auch in Orangensaft reinschütten, die Kapseln aufmachen. Oder auch, wenn es eine Brausetablette ist, wenn ihr nichts anderes habt, geht das auch. Da sind natürlich Zusätze drin, muss man wissen. Ich empfehle natürlich meinen Patienten, wenn es geht, Produkte, wo überhaupt keine Zusätze dabei sind. So, ihr könnt noch zusätzlich 3x100 Milligramm Coenzym Q10 nehmen. Das wäre nochmals gut fürs Herz und auch für die Kraft selber, für die Mitochondrien, dass die immer ein bisschen Power kriegen. Und ich darf euch noch sagen, dass gerade auch bei Herzproblemen selbst, was ja heutzutage sehr häufig aufkommt, gerade Magnesium eine wunderbare Sache ist, bei Tachykardien und Arrhythmien oder auf Deutsch Herzrasen, Herzklopfen und Herzstolpern ist Magnesium sehr, sehr gut. Da kann das dann auch mal eingenommen werden, ganz unabhängig jetzt vom Virusinfekt. Am besten noch mit etwas Kalium dazu, 1 bis 2 Kapseln oder Beutel aus der Apotheke oder von denen, was ich unten verlinkt habe. Das wären dann so ungefähr 300 bis 600 Milligramm Kalium noch dazu. Und dann wiederum am besten noch mit Strophantin, Strophanthus gratus Urtinktur, 2 bis 3 Milligramm am Tag. Das ist dann perfekt für das Herz mit dem Q10 noch dazu. Also jetzt habe ich euch mal ein paar Tipps gegeben. Lasst mich noch dazu sagen, dass N-Acetylcystein oder das Cystein allein, L-Cystein, gibt es auch in der Apotheke zu kaufen oder bei Mikronährstoffherstellern, ungefähr 0,5 bis 2 Gramm, 0,5 bis 2 Gramm, vielleicht auch auf 2 bis 3 Mal am Tag verteilt, bei einem Virusinfekt wunderbar wirkt. Das gibt es, wie gesagt, auch in der Apotheke als ACC oder NAC. Da sagt der Apotheker dann immer, dann nehmen Sie aber bitte dann nur eine am Tag. Das ist nicht richtig. Also ich empfehle beispielhaft meinen Patienten bei einem Virusinfekt 2 bis 3 Mal 600 Milligramm von dieser Aminosäure N-Acetylcystein. Das ist nämlich nur eine Aminosäure. Ist relativ harmlos, hat keine Nebenwirkungen. Gell? Außer bei Allergikern, ne, wenn jemand eine Histaminintoleranz hat, da kann es sein, dass sie ein bisschen drauf reagieren. Da müssen wir ein bisschen aufpassen. Also auch immer mit dem Apotheker doch bitte und mit dem Arzt besprechen. Ganz wichtig. So, also das waren so ein paar Tipps. Übrigens, was ich natürlich unheimlich gerne mache, ich gebe auch noch gerne Homöopathie dazu. Gell? Zum Beispiel Rus-Toxicodendron oder Aconit, Aconitum napellus, der Schirmhut. Und der Giftzumach, das wirkt manchmal wirklich Wunder. Und was ich auch noch gerne mache, ich gebe meinen Patienten gerne lokal noch das Wasserstoffperoxid, 1%ig oder DMSO, ganz niedrig verdünnt. Das könnt ihr bei uns schauen, auf unserer Kooperationsseite, da haben wir die Sachen alle verlinkt. Da brauche ich jetzt nicht den ganzen Semmel runter sagen, wo ihr das wirklich schon verdünnt bekommt, als Nasenspray, als Augentropfen etc. Also das Wasserstoffperoxid, das mache ich mir selber. Da kaufe ich mir in der Apotheke 3%iges Wasserstoffperoxid und verdünne das 2:1, also 2 Teile Wasser, 1 Teil Wasserstoffperoxid in so ein Sprühfläschchen, was ich auch in der Apotheke kaufe oder im Internet bestelle, Apothekerbedarf. Und dann kann man das abfüllen und immer in der Handtasche oder im Hosensack, wie man so schön landläufig sagt, mitnehmen. Das ist nämlich auch eine tolle Sache, auch als Prophylaxe. Übrigens, das hier ist auch eine tolle Prophylaxe. Wenn jemand sagt, oh, es ist gerade doch Grippezeit oder sonst was und ich komme unter viele Leute, große Veranstaltungen, auch im Sommer kann die Sommergrippe umgehen übrigens. Dann kann es auch vorbeugend eingenommen werden, auch das Wasserstoffperoxid selbstverständlich. Mit diesen Worten möchte ich schließen. Ich wünsche euch allen ganz, ganz viel Gesundheit, Bewusstsein in eurem Leben hier in dieser jetzigen Inkarnation.
ganz viel Licht und Liebe und bedanke mich, dass ihr zugeschaut habt. Danke.